Hallo, ich bin Klaus-Peter Reisch, der Kapitän der Lifeline von der Organisation Mission Lifeline e.V. Ostdresden. Wie ihr alle wisst, haben sie unser Schiff festgesetzt. Auf dem Meer sterben aber trotzdem Menschen. Auch die anderen NGOs können nicht rausfahren. Man hat ihre Schiffe und Flugzeuge, die die Menschen auf dem Wasser suchen sollen, ebenso festgesetzt. Das ist unerträglich. Nun gibt es niemanden mehr, der das beobachtet. Die Menschen sterben und es wird einfach ein Vorhang davor gezogen, sodass wir in Europa und sonst auf der Welt das nicht mehr sehen können. Das kann nicht sein. Aus diesem Grund wollen wir ein Schiff chartern. Ein Schiff, um weiter Menschen zu retten, die jetzt gerade in dieser Zeit alleine gelassen werden. Sie werden alleine gelassen, gehen unter, ertrinken und sind einfach von der Bildfläche weg. Männer, Frauen, aber auch Kinder und ganz kleine Babys. Das kann nicht sein. Aus diesem Grund bitten wir euch ganz herzlich, unterstützt uns finanziell, damit wir ein Schiff chartern können. Spendet für uns und nicht nur für uns, sondern auch dafür, dass die Menschen weiterleben dürfen. Vielen herzlichen Dank, euer Klaus-Peter Reisch.